Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Rome 2 Total War Online Battle mit mir Fighting Joe aka El Banana Joe. Und wir sind hier in der Gruppe C des ersten Total War Headquarter Turniers mit dem zweiten Game zwischen mir, Fauler Banana Joe und Fauler Wolran. Ich habe diesmal zuerst die Fraktion auswählen dürfen, habe mich für die RDA entschieden und die kämpfen gegen Massalia. Was habe ich dabei? 2 keltische Söldnerkrieger, 3-mal Sklavensteinschleuderer. Die sind in diesem Fall dafür da, dass ich Angst hatte, dass Wolran massiv auf gallische Jägersöldner geht, damit ich die zumindest ein bisschen beschäftigen kann. 5 illyrische Adelshopliten, darunter der General, 2 illyrische Hopliten, 1-mal tarantinische Söldnerkavallerie, illyrische Kavallerie, 4-mal Axtkrieger und 2-mal illyrische Doreas-Speere, die können einfach alles. Speere werfen, Kavallerie-Konter-Taktiken und kosten 360. Extrem gute Einheit. Ja, das ist so erstmal meine Armee. Ich weiß nicht, viel was anderes kann man meiner Meinung nach mit den RDA überhaupt nicht spielen, nach den Regeln. Ich weiß gar nicht, was man da sonst groß mitnehmen würde. Man kann da ansonsten versuchen, auf noch 4 illyrische Hopliten zu gehen, aber das lohnt sich nicht. Die illyrischen Hopliten sind nicht so toll, sie haben halt auch Anstauabwehren und eine gute Grundmoral. Aber ansonsten, und 105 Rüstung, ja, okay, aber da sind die illyrischen Adelshopliten deutlich stärker. Was spielt Wolran dagegen? Wolran spielt in der Linie 4 massilianische Obliten. Die sind erstaunlich stark. Die haben den Elite-Speer, das heißt, sie haben 8 rüstungsbrechenden Schaden, 30 Waffenschaden, insgesamt 22 Grundschaden, haben einen guten Sturmangriffsbonus, haben 90 Rüstung, haben 65 Grundmoral, ermutigen sich gegenseitig, sehr, sehr starke Einheit und 2-mal massilianische Toreas-Speere. Die hier so als Verlängerung der Linie, weiß ich tatsächlich nicht, wie viel das bringen wird. 4 Axtkrieger, damit kann er im Notfall meine Söldner-Axtkrieger erstmal denen entgegentreten. Die müssten von den Stats ja genau identisch sein. Ja, sind sie auch. Dann erstaunlich viel Kavallerie, 4-mal insgesamt, 2-mal massilianische und 2-mal Lanzenhippies. Dann haben wir hier noch 3 freie Heerbanner, 2-mal keltische Plänkler und ich kann spoilern, 1 gallischer Langbogenjäger. Ja, es ist eine sehr lange Schlacht, darum mach hier mal kurz den schnellen Vorlauf an. Ihr müsst mir vergeben, wenn ich kurz einen Schluck aus der Flasche nehme. Aber ja, die Erkältung ist ja nicht weg. Nur weil ich jetzt im nächsten Video bin. Aber ich möchte das aufnehmen. Ich muss es auch aufnehmen aus zeittechnischen Gründen. Und ja, ist nicht so schlimm. Ja, so, hier sehen wir jetzt die gallischen Jäger, die sofort das schnelle Nachladen zünden. Aber glücklicherweise für mich erstmal auf die keltischen Jäger, die keltischen Söldnerkrieger schießen. Die ziehe ich in diesem Moment bewusst weit vor, um Wurfspeere zu ziehen. Hier sehen wir auch, ich kriege schön die Wurfspeere der Toreas-Speere ab. Diese Einheit erfüllt keinen besonderen Zweck in meinem Spielplan. Und hier habe ich gerade richtig Mist gebaut. Das erkläre ich gleich. Ich habe hier aus Versehen meine Einheiten in so einem, ja, in so einem Klotz aufgestellt und reiße hier gerade eine riesige Lücke in meine Formation. Hier hat YOLO gerade einen Wolran-Charge gemacht. Hat Wolran gerade einen schönen YOLO-Charge gemacht. Und jetzt habe ich ein Problem. Diese Einheiten fliehen. Sie können sich aber noch sammeln. Und es gibt einen sehr, sehr schönen Bug in Rome 2, dass Einheiten, die so sind, in den Bewegungsbefehlen und Angriffsbefehlen immer noch mit drin sind. Ich bemerke in dieser Sekunde, oh verdammt, da habe ich aber richtig Scheiße gebaut und ziehe gleich eine Linie so von hier nach hier. Und ihr könnt gleich mal sehen, was mit den Bewegungsbefehlen passiert, während ich hier im Zentrum vormarschiere, um einfach das Engagement zu suchen und mich gerade hier komplett öffne. Mein Plan war es ursprünglich, mich hier zu öffnen und dann rumzuziehen. Und ihr seht, ich ziehe die Linie von hier nach hier, aber meine illyrischen Adelshopliten laufen auf die Flanke. Hier steht für das Spiel 2-mal Söldnerkrieger. Super, ne?
Dadurch kann hier eine Einheit in der Mitte einfach durch und ich muss illyrische Adelshopliten, nee, das sind nur illyrische Hopliten, gegen Maslianische Tureios-Speere schicken. Tolle Wurst. Ich krieg hier totale Panik. Wolran kann hier wunderschöne Kavallerie durchziehen. Hätte noch mindestens eine Kavallerie mehr durchziehen können. Hier im Zentrum werde ich ziemlich zusammengeschossen. Kann mich trotzdem sehr gut gegen die maslianischen Hopliten erwehren. Aber, ja. Hier kommt Wolran jetzt eben in die Sklavensteinschleuderer und wird hier schön abräumen. Das kann ich erstmal nicht verhindern. Es kommen aber gleich meine keltischen Söldnerkrieger wieder. Die können hier im Zweifelsfall dann was reißen. Im Zentrum kann mich Wolran hier natürlich komplett auseinandernehmen. Aber an den Flanken habe ich erstmal noch einiges an Einheiten stehen. Die illyrischen Adelshopliten haben das Glück, dass Wolrans brasilianische Hopliten in der Phalanx extrem buggen. Das heißt, ich kriege hier ein interessantes Engagement von hinten. Das bemerkt Wolran jetzt allerdings. Hier können die illyrische Adelshopliten brasilianische Tureios-Speere futtern. An den Flanken werde ich zwar besiegt, aber erstmal kann ich ihn noch aufhalten. Hier chargt Wolran jetzt meine illyrischen Tureios-Speere. Die müsste ich gleich allerdings rausziehen. Und ich habe hier hinten ja noch eine Kavallerie. Ich habe auch noch eine Kavallerie, die nicht eingegriffen hat bisher. Die steht hier. Die könnte ich hier durchziehen. Ich entscheide mich allerdings gleich, sie außen rumzuziehen. Warum auch immer. Und ja, ihr seht jetzt hier, die erste Einheit illyrische Adelshopliten ist geschlagen. Aber ihr seht, die massilianischen Hopliten haben hier tendenziell schon extrem viel abgekriegt. Und seine keltischen Flankler haben keine Munition mehr. Hier brechen jetzt die illyrische Hopliten durch. Und ihr seht's gleich in den General. Wolran. Ah, nee. Kriegt das erstmal noch hin. Ich gebe den Angriffsbefehl nochmal. Ihr seht, die Einheit ist hier komplett weg. Und er flieht mit seinem General. Haha. Aber hier hinten sind noch tarantinische Kavallerien. Diese Einheit massilianische Tureios-Speere ist gleich besiegt. Und da stehen immer noch 154 Adelshopliten. Ja, er ist in stehende lyrische Hopliten reingecharged mit seinem General. Das geht richtig, richtig böse nach hinten los. Und jetzt kommen hier die ganzen freien Heerbanner noch ran, aber es ist ein bisschen spät. Meine Generalseinheit hält hier massilianische Hopliten auf und er doppelt halt die nächste Einheit hier sehr schön. Woran nimmt mich im Grunde genommen im Zentrum sehr, sehr gut auseinander. Hier macht er meiner Meinung nach den Fehler, dass er mit seinen Axtkämpfern meine illyrischen Tureios-Speere nicht verfolgt hat, die ihm jetzt hier noch sehr, sehr viele Salven in den Rücken reingeworfen haben. Und im Grunde genommen interessiert es die illyrischen Adelshopliten gar nicht so sehr, dass sie hier bekämpft werden. Hier hinten gewinnen seine Axtkrieger gegen meine Söldner-Axtkrieger und obwohl meine Kavallerie da drin ist, passiert da nicht viel. Hier hinten konnte ich allerdings, ich sag die ganze Zeit hier hinten, im Zentrum ist es mir allerdings gelungen, hier ein paar Speerwürfe auf den General zu kriegen und meine Tarantiner, ja, beschäftigen hier Wolrans General. Momentan habe ich noch Sklavensteinschleuderer, die hier zumindest hat ein paar Kills und wird hier vielleicht noch den einen oder anderen massilianischen Hopliten töten, ehe Wolrans Kavallerie von hier außen rumkommt. Hier wird allerdings gleich einiges frei und ihr seht hier, diese Einheit hat schon 140 Kills und räumt hier eigentlich die komplette Flanke auf. Die illyrischen Hopliten hier werden allerdings gleich brechen und mein General steht hier jetzt allein. Ich habe den Strategengeneral mit dem Kampfrhythmus drin. Frag mich nicht warum, aber ja, jetzt habe ich halt ein bisschen mehr Nahkampfangriff. Was gegen die massilianischen Hopliten jetzt auch nicht schadet. Mein großer Hoffnungsschimmer ist diese Flanke, wo noch illyrische Adelshopliten kämpfen, wo noch Axtkrieger stehen und noch eine Einheit illyrische Hopliten. Und eben diese Situation hier, wo ich gerade noch total fertig gekämpfte massilianische Hopliten töte mit dieser Einheit illyrischen Adelshopliten und währenddessen ja eine Einheit freie Heerbanner töte, auch wenn die Einheit gerade hier rumbackt, das zeigt mir das Banner nicht an. Woran ist hier jetzt mit seinem General rein, tötet wahrscheinlich meine illyrische Kavallerie sehr schön, denn meine illyrischen Adelshopliten habe ich hier erstmal in die freien Heerbanner gezogen, um dafür zu sorgen, dass ich diese Einheit töte. Woran, ja, macht das hier nicht gut. Hier hätte ich längst den Charge geben müssen mit meinen Tarantinern. Und mein General hält hier halt das aus, was illyrische Adelshopliten aushalten. Aber, ja, jetzt ist nur Wolrans General angegriffen. Schade. Ich dachte gerade, mein General stirbt, weil mein General gleich stirbt, obwohl ich noch relativ viele Männer habe. Und hier hinten sind diese illyrischen Adelshopliten die Helden des Spiels. Die illyrischen Hopliten hier haben sich gefangen, werden die freien Heerbanner vielleicht noch besiegen. Wolrans General reitet hier ran. Und jetzt bin ich hier durchgebrochen, konnte mit meinen illyrischen Adelshopliten nochmal einen Charge in die massilianischen Hopliten setzen.
Und das geht richtig los. Und hier chargen die illyrischen Obliten in die Axtkrieger. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, ich habe 20 Sturmangriffsbonus. Und schieße jetzt hier auf den General. Volran geht hier in den Kampf rein, weil er meint, dass hier nur noch ein paar illyrische Toreas-Speere stehen. Aber er chargt im Grunde genommen in die illyrischen Hopliten. Diese Sekunde ist übrigens mein General gefallen. Aber das macht nichts, weil Volrans General hier jetzt in illyrischen Hopliten steht, ohne dass er sieht, weil das Banner hier hinten angezeigt wird. Genauso wie ich hier hinten die ganze Zeit gedacht habe, dass diese Einheit illyrische Adelshopliten wo ganz anders steht. Ja, mein Gen tankt hier immer noch weg, obwohl er gerade wankt, aber hat hier extrem gut die illyrischen, die massilianischen Hopliten getötet. Und jetzt sehen wir es, es kommt noch dicker. Das Banner ist immer noch hier, aber Volrans General wird hier konsequent von den massilianischen Hopliten, von den illyrischen Hopliten verfolgt. Jetzt bewegt sich das Banner langsam nach da. Das ist extrem unschön. Und dieser Charge wird diese Lanzenhippers einiges kosten. Und ja, wir warten jetzt eigentlich gerade nur noch kurz den Generalstod von Volran ab. Der jetzt, glaube ich, passiert ist, denn auf einmal, ja, hält hier die Einheit von meinem General aus, die bis eben gerade noch krass am Verlieren war. Diese illyrischen Adelshopliten gewinnen auf einmal den Kampf. Die Axtkrieger hier haben ein Problem, die werden nur noch von den massilianischen Hopliten am Leben gehalten. Und die massilianischen Hopliten haben sich extrem gut geschlagen, aber auf einmal bricht die Moral und jetzt farme ich hier Kills, weil hier natürlich viele Einheiten stehen. Die Einheit von meinem General, der General ist zwar tot, hat aber immer noch 43 Mann, kann immer noch was reißen. Und ich habe hier halt immer noch Adelshopliten, ne? Eine Einheit nach der anderen. Sind hier zwar nur noch 60, aber hey, fuck it. Die Axtkrieger kriegen keinen Speerwurf, ich krieg einen Charge und müsste jetzt nochmal richtig abräumen. Ja, im Grunde genommen hatte Volran extremes Pech, dass er gegen die ADA spielen musste. Und dann ist es natürlich, das ist schon extrem unglücklich hier mit dem Einheitenbanner. Es gleicht ein bisschen, oder was heißt, es gleicht ein bisschen aus, es gleicht aus, dass ich am Anfang da mit den Bewegungsbugs meinen Fernkampf nicht schützen konnte und dann da meine Linie so geöffnet habe. Das war so ein bisschen, beide Seiten hatten extrem viel Pech, wir haben viel geflucht während der Schlacht, und zwar beide. Aber am Ende bin ich der glückliche Sieger. Nicht zuletzt wegen der illyrischen Adelshopliten, die einfach, ja, die Terroreinheit des Jahrhunderts ist. Die sind extrem stark. Generell sind Elite-Speere im Grunde genommen extrem starke Einheiten, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber in der momentanen Meta haben sie halt ein Problem, weil sie auch einfach dann geschwärmt werden. Und wir haben gesehen, wie Volran es am Anfang sehr, sehr schön gemacht hat, hier mit dem Doppeln. Zwei Einheiten illyrische Adelshopliten konnte er relativ gut rausnehmen, aber selbst das hat ihm einige Verluste zugefügt. Weil wir sehen es hier, ich habe keine Einheit illyrische Adelshopliten, die wirklich schlecht abgeschnitten hat. Diese Einheit vielleicht, aber auch die hat sehr, sehr viel Munition gezogen, die hat sehr, sehr viele Einheiten beschäftigt. Und Volran hat meiner Meinung nach sich sehr, sehr weit hinten gehalten. Wir hatten, es waren merkwürdige Engagements. Wir sehen hier auch die Killzahlen. Die sind extrem hoch. Volran hat mit seinen Axtkriegern richtig, richtig abgeräumt. Meine Axtkrieger hier haben auch gekämpft. Die illyrischen Toreas-Speere haben sich teuer verkauft. Meine Adelshopliten. Wann sieht man mal eine Speerinfanterie-Einheit mit 332 Kills? Das war einfach eine merkwürdige Schlacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sehen hier auch, wir haben uns gegenseitig richtig auf den Deckel gegeben. Jedes Mal über 2000 Mann Verluste. Ich habe mehr Verluste, als ich getötet habe. Volran interessanterweise auch. Das ist prozentual aber für mich besser, weil ich prozentual mehr getötet habe als Volran, weil ich fast 3000 Mann aufs Feld geführt habe. Ja, wir haben uns hier einfach einen unglaublichen Abnutzungskampf geliefert. Ich fand zwar trotzdem eine sehr, sehr schöne Schlacht. Ich hoffe, ich habe einigermaßen im groben Zug zeigen können, was passiert ist, weil einfach so viel passiert ist zeitgleich. Und es war halt nicht so ein klares Match wie so ein klarer Fall wie in der ersten Schlacht, wo wir ein Engagement hatten im Zentrum, ja, ein Engagement, nackte Krieger rein, bumm, zack, fertig. Nein, es waren
mehrere Phasen der Schlacht. Wir hatten einmal ein Early Game, das ich komplett verpatzt habe. Dann habe ich mich im Mid Game gefangen, im Late Game ein bisschen Glück gehabt und im Late Game das Ganze dann eher ausgesessen. Es waren allerdings zwei sehr, sehr knappe Schlachten. Ich habe schon Matches gesehen, die in drei Games gegangen sind, die im Grunde genommen klarer waren als dieses 2:0, das ich am Ende einheimse. Wirklich nochmal GG, well played an Volran. Er hat mir ein bisschen die Hosen ausgezogen am Anfang, aber dann den letzten Meter nicht hingekriegt. Die viele Kavallerie hat sich erstaunlich gut gelohnt, aber sie konnte dann natürlich nichts gegen die illyrischen Adelshopliten ausrichten, die mir die Schlacht gewonnen haben. Und das viele drumherum hat es halt einfach verhindert, dass er nur die illyrischen Adelshopliten fokussen konnte. Ja, ich würde sagen, das ist ein Build-Order-Win, obwohl Volran in dieser Schlacht besser gespielt hat. Und bedanke mich mit diesen Worten bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Fighting Joe. Tschüss.